Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Pacific Box. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Serie und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Pacific, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Serie. Jawohl, es ist eine 10-teilige Miniserie. Ähnlich wie auch schon Band of Brothers spielt diese Serie im Zweiten Weltkrieg, aber hier geht es vor allem um die Kriegshandlungen der Amerikaner mit den Japanern. Wir haben hier ein Steelbook oder eine Steelbox. Das Ganze kommt hier mit einem Pappschuber. Hier oben lesen wir einmal: Tom Hanks, Steven Spielberg and Gary Goetzmann present The Pacific. Dann haben wir wilde Szenen, wie hier scheinbar gerade US Marines einen Strand erstürmen. 10 Teile, 6 Discs. Bonusmaterial inklusive Profile. Tauchen Sie ein in die realen Leben der Marinesoldaten, über die The Pacific erzählt. Making of The Pacific. 30-minütige Featurette mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen dieser epischen Miniserie. Anatomie des Pazifikkrieges. Erfahren Sie mehr über die historischen und kulturellen Hintergründe, die zu der gnadenlosen Brutalität auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs im Pazifik geführt haben. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Wir werden mal ganz kurz den Schuber abnehmen. So, also hier lesen wir The Pacific. Das Ganze ist ja auch geprägt, also man kann es hier wirklich spüren. Rechts ebenso, oben so in Gold, unten in Gold. Und auf der Rückseite haben wir hier einen Strand, Meer, hinten nochmal eine Insel und Palmen. Und auf dem Pappschuber haben wir da noch weitere Infos. Und zwar lesen wir hier: Die ausführenden Produzenten Tom Hanks, Steven Spielberg und Gary Goetzmann präsentieren mit The Pacific die wahren Erlebnisse der drei US Marines Robert Leckie, Eugene Sledge und John Basilone vor dem gewaltigen Panorama der Kämpfe im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs. Die Miniserie begleitet diese Männer und ihre Kameraden von der ersten Schlacht gegen die Japaner auf Guadalcanal bis zum Dschungel am Kap Gloucester und zu den befestigten Stellungen auf Peleliu, vom blutgetränkten Strand auf Iwo Jima und dem Grauen auf Okinawa bis zur triumphalen, aber beklemmenden Rückkehr nach Ende des Krieges. Die Miniserie beruft sich teilweise auf die Bücher Helmet for My Pillow von Robert Leckie und With the Old Breed von Eugene B. Sledge. Weiteres Material stammt aus Red Blood, Black Sand von Chuck Tatum und China Marine von Eugene B. Sledge, sowie aus den Originalinterviews, welche die Filmemacher führten. Beinhaltet die 10-teilige epische Miniserie plus Profile, Making-of und Anatomie des Pazifikkrieges. Hier haben wir dann noch die Infos, technischen Details und einen Barcode. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze geht hier oben natürlich auf. Zum einen haben wir hier einmal die gesamten Infos, was sich hier drin befindet, also was auf den einzelnen Discs zu sehen ist. Wie gesagt, 10 Teile hier auf den Discs. Plus wir haben da noch eine Bonus-Disc Nummer 6 mit den Specials. Wenn wir das hier mal kurz rausnehmen, so sieht die Rückseite aus. Und hier sehen wir das auch, dass hier auf der Box, auf dem Deckel entsprechend geprägt wurde. So, und dann schauen wir uns das mal an. Das Ganze kann man hier rausnehmen. Das ist die gesamte Box. Und hier gibt es wieder ein Foto aus dem Schützengraben. So, die Box, die die Discs beinhaltet, sieht so aus. Also so ein Digipack im Hochformat. Hier lesen wir wieder das, was wir schon auf dem Boxcover drauf hatten. Hier nochmal die Infos, die ganzen Beteiligten aufgelistet. Und dann kann man das hier natürlich aufklappen. Hier kommen die ersten Fotos zum Vorschein. Und so ist das dann gehalten. Also wir haben hier, wenn wir es uns einmal ansehen, ein riesen Panorama, also so eine dramatische Landungsszene. Sieht fast so ein bisschen nach D-Day aus, aber in dem Fall ist es eben eine Insel im Pazifik,
die hier erstürmt wurde. Und hier eingebettet die ganzen Blu-rays, beziehungsweise die ganzen DVDs. Also so sieht das aus. Jede DVD ist hier entsprechend nochmal beschriftet mit den einzelnen Teilen. Und jede DVD hat hier auch ihren Charakter drauf. Also so die einzelnen Soldaten werden hier nochmal auf der DVD gezeigt. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann haben wir die einzelnen Bilder auf der Rückseite. So sieht das aus. Ja, also wie gesagt, insgesamt 10 Teile hier der Serie auf 5 Discs verteilt. Und auf der 6., die ganz rechts ist, befindet sich dann eben das Bonusmaterial. So, das Ganze lässt sich dann hier natürlich wieder zusammenklappen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte Paket hier mit den 6 Discs, 10 Teile der Serie sowie die Bonus-Discs. Die Box kommt dann noch mit diesem Pappschuber. Jawohl, also all das in dieser wunderbaren Box, The Pacific. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Serie feiert, falls ihr The Pacific unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.